Willkommen zurück zu Bar vor Blitzfluch 1, der Director's Cut. Wir gehen jetzt in die Bar, um das Gips anzurühren. Entschuldigung. Ja, Sir? Ist dies... Bin ich interessiert. Wir brauchen noch Wasser. Mehr Bier hier. Ich tut mir leid, aber die Pumpe scheint kaputt zu sein. Ja, das meinte ich. Ich könnte sie für Sie reparieren. Glaube ich nicht. Das ist ein Fall für einen erfahrenen Elektriker. Naja, wenigstens funktioniert die Spülmaschine noch. Heute ist einfach nicht mein Tag, eh? Ganz zufälligerweise bin ich Elektriker. Hier meine Karte. Na, ist das nicht fantastisch? Hier ist ein Haus, das von unerklärlichen defekten Leitungen gequält wird. Und da sind Sie, ein Sorry. Ich will erst mal sehen, was Sie können, bevor ich Sie an meine Bier pumpen lasse. Sie können ja mal mit der Spülmaschine da anfangen. Weiß Wenn Sie noch. Damit fertig sind... Ja, ja. Wir müssen einfach das Kabel bereitstecken. Weil das war so einfach. Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine... war sehr doch. Ich benutze meine gesammelten Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrik, um den Stecker zu untersuchen. Ich überbrücke die Sicherung mit einem Stück Draht. Ich weiß, dass das gefährlich ist, aber ich bin allmählich so verzweifelt, dass ich bereit bin, alle Sicherheitsvorkehrungen über Bord zu werfen. Entschuldigen Sie, Mr. Leary. Ich habe Ihre Spülmaschine repariert. Alles in Ordnung. Wahnsinn. Und ein Dankgebet an alle Heiligen. Und ein Bier für den Mann hier, auf Kosten des Hauses. Okay. Könnten Sie sich jetzt mal die Bierpumpen anschauen? Könnte ich schon, aber versprechen kann ich nichts. Wenn Sie die Dinger nicht reparieren können, bricht hier ein Aufstand los. Die Pumpen sind im Keller, richtig? Richtig. Da unten liegt auch irgendwo eine Taschenlampe rum. Das kann man noch mal gebrauchen. Schöne Ratte. Und da können wir das Tor zur Straße aufmachen. Wird schön hell. Ich drücke gegen den Hebel und höre das Knirschen von Metall. Aber es passiert weiter nichts. Ich glaube, wir mussten hoch. Da war was. Praktisch, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat. Es ist unmöglich. Na? Will ich? Ah doch. Ich hebe die Falltür hoch und ein überwältigender Gestank von schalem Bier steigt aus dem Keller auf. Ich sehe auf den gefliesten Boden runter. Viel zu weit für einen Sprung. Auch nicht der. Verzeihung. Ich habe so ein flaues Gefühl in der Magengegend. Etwas, was ich normalerweise nur bei Operetten bekomme. Es ist Khan. Was ist los? Haben Sie gesehen, was hier vor ein paar Minuten passiert ist? Was denn? Ein Mann hatte einen sehr bedauerlichen Unfall. Ich habe nichts gesehen. Und der Junge? Der hat auch nichts gesehen. Der Junge, naja, Sie wissen doch, wie es in diesen ländlichen Gegenden zugeht. Dem fehlen ein paar Chromosomen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich bete, dass McGuire schlau genug ist, einmal den Mund zu halten. War der Mann schwer verletzt? Man hat sich um ihn gekümmert, aber er glaubt, er hat ein Päckchen fallen lassen. Sie haben es nicht zufälligerweise gefunden, oder? Nein, und ansonsten hätte ich es zur Polizei gebracht. Natürlich. Danke. Tja. War klar. Ahn war also der im Auto. Jetzt, wo ich was sehen kann, finde ich Mr. Learys Taschenlampe ohne Probleme. Plötzlich bemerke ich eine Reflexion. Irgendetwas funkelt unter der offenen Falltür. Ja, das ist der Edelstein, den wir suchen. Es ist tatsächlich Pegrams Edelstein. Ein großer, ungeschliffener blauer Stein. Ich denke, er hat mich bereits in seinen Bann geschlagen. Und der gehört aus drei Beinen. Haben Sie es gefunden? Was? Das, was Sie gesucht haben. Ja. Hör zu, McGuire. Ich will, dass du das für dich behältst. Null Problemo. Besorgen Sie uns einfach einen Kasten Bier. Kommt nicht in Frage. Du bist noch nicht alt genug. Wir können das Zeug verkaufen und damit ein bisschen Bares besorgen. Vergiss es, Kleiner. Ich kann Mr. Learys Vertrauen nicht so missbrauchen.
Ich schon. Der alte Miesepeter verdient's nicht anders. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann halt nach dem Typ in diesem Anzug Ausschau. Okay, aber das kostet sie eine Tüte Chips. Und schrei, wenn du den Ferrari siehst. Ein großer blauer Edelstein. Die Taschenlampe des Barkeepers. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Das ist ein Gefäß, du. Das Gefäß ist wahrscheinlich nicht hier. Von drüben. Ja klar. Geht mal mit McLeary. Entschuldigung. Ja, Sir? Sagt Ihnen dieser Edelstein etwas? Boah, ist er schön. Sie hätten bestimmt nichts dagegen, wenn er echt wäre, was? Ist auch nicht. Also, ich muss jetzt... Wo muss doch ein Glas stehen? Ist doch bescheuert. Geh nochmal gucken. Ich drehe. Der Wasserhahn. Was sagt er da? Ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur geht, aber er tropft weiter. Der Wasserhahn knarrt, hustet. Das nass machen. Ach, das Handtuch. Ich erinnere mich. Ich halte das. Ja, ja. Und jetzt mach mal wieder rüber zum Versteck. Glaube, ich verrate zu viel, wenn ich das schon sage, dass es ein Versteck ist. Ja, will ich jetzt aber nicht spoilern. Aber wenn man so ein bisschen wissen hat, weiß man schon. Handtuch ist da rein. Ach, ist das ja. Hätte ich doch nicht so an. Es wird sich bauen, muss ich weiß nicht wie. Ein Handtuch mit der Aufschrift. Das Handtuch ist. Ja, ich glaube, das wird nach der Zeit nämlich nicht mehr so nass sein. Gut. Verdammter Ernst. Halt direkt da rein. Ich streue Gips auf den. Handtuch ist noch nass genug. Ich meine mich, das wird trocken nach einer Zeit. Das Wasser wird von dem Gips rasch aufgesogen. Vorsichtig hebe ich das hart gewordene Stück Gips aus dem Sand. Auf der Rückseite bildet es eine perfekte Kopie der Statue. Und viel Spaß. Die ausgehärtete Gipsform passt perfekt in die 5 Vertiefungen. Man hört ein leises Klacken, dann ist Ruhe. Sehr viel Ruhe. Ja, ich weiß doch, was hier passiert und ihr wollt es gar nicht wissen. Ich glaube, hier konnte man sterben. War ziemlich gut. Weil weiß ich gar nicht. War es hier oder war das später? Einer ruft jedenfalls. Ja, war ein anderer. Schade, schade, schade. Ach. Oder war es hier? Das war wahrscheinlich hier und wir dürfen jetzt gerade noch nicht. Ja, ruf mal an. Mir fällt niemand ein. Ja. Hält sich einfach bei. Gehen. Ich habe keinen Sieg. Sollen wir den machen?
Ja, gar schon. Habe Teil für die Kunde. Mein Vater. Es wurde während hinter ihm Hütten und noch eine Sch. Also hat Plantard Mörd jetzt hier ihm so und viel Welt. Ach, die Musik ist mal nicht copyright geschützt. Jemand hat mir auf den An. Ach so. Sie haben 3 neue Nachrichten. Hey, Cola, ich bin's, dein Lieblingsredakteur. Rate mal, warum ich anrufe. Ich gebe dir noch eine Chance. Ich brauche jemanden, der die Fernsehspalte schreibt. Wird mies bezahlt, aber das kennst du ja. Wenn du Interesse hast, schau mal hier im Büro rein. Oder schau besser auf jeden Fall mal rein. Wir müssen uns mal unterhalten, Nico. Diese Story von dir, die ich abgeblockt habe, die ist noch nicht vom Tisch. Du hast dir da draußen ein paar gefährliche Feinde gemacht. Hallo Nico, ich bin's, dein alter oder eher dein neuer Kumpel George. Boah, Irland ist wirklich ein abgefahrenes Land. Und ich habe auch tolle Neuigkeiten für dich. Eine Riesen-Story, genauer gesagt. Oh, ich muss los. So ein Typ hier will mir unbedingt einen ausgeben. Also bis morgen, Nico. Slan, da staunst du, was? Erst einen Tag hier und schon spreche ich Gälisch wie ein Eingeborener. Mademoiselle Collard, hier spricht die Melda Carchon. Ich wollte mich noch einmal für ihr Verständnis bedanken, als hätten sie nicht Lust zum Essen vorbeizukommen. Morgen? Ich habe ihnen viel zu erzählen. Heute Abend kommt mich ein Monsieur Merlin besuchen. Nein. Er behauptet zu wissen, warum Pierre ermordet wurde. Er müsste gleich hier sein. Ich werde ihnen dann erzählen, was er gesagt hat. Leben Sie wohl, meine Liebe. Bis morgen. Merlin? Meine Güte, Merlin ist doch der Killer. Ich muss sofort hinfahren und sie warnen. Wenn es für Doppelzüngigkeit Orden gäbe, würde Imelda vom Gewicht der Dinger vorn überkippen. Und ich schulde ihr nichts. Aber ich kann sie doch nicht einfach sterben lassen. Ach du Scheiße. Bei meinem Eintreffen ist der Hof des Palais Royal verlassen. Ich kann nur hoffen, dass ich den Mörder hier erwische. Ich muss Imelda warnen, bevor es zu spät ist. Klingel. Wahrscheinlich müssen wir hier hochklettern. Die Sprechanlage ist außer Betrieb. Schlechtes Zeichen. Jemand hat den Draht gekappt. Abgeschlossen. Durch so eine Tür komme ich nicht durch. Sitzt bombenfest. Möglicherweise um Kritiker daran zu hindern, etwas mitgehen zu lassen. Wer sollte sowas sonst tun? Müssen wir hochklettern. Ah, oder so. Ich löse den ersten Draht. Und den zweiten Draht. Ich löse den zweiten Draht. Selbst als beide Drähte entfernt sind, bleibt die Statue stehen. Wenn ich das Ding auseinandernehmen kann, kann ich alles auseinandernehmen. Wenn du das meinst. Zerbrochene Fenster scheint der beste Weg zu sein, hineinzukommen. Jo. Mit das jemand sieht ich. Die Plastikfolie ist... Ja, ja. Was mit... Hallo, dem... Elefant. Das zerreißt meine Plastikkohle mit einer Granathülse. Tatsächlich. Anscheinend sehr schlecht gesichert. Ja, Melda wird sterben, das ist klar. Übrigens, das hier habe ich noch nicht gesehen. Wollte ich nur anmerken. Sie ist schon tot, besser gesagt. Mein Gott, ich komme zu spät. Stop. Imelda! Oh nein. Nico? Keine Bange, das kommt schon in Ordnung. Du weißt, dass das nicht stimmt. Es war Merlin, nicht wahr? Gekleidet wie ein Edelmann.
Wie absurd. Du bist gekommen, um mich zu warnen, nicht wahr? Ich muss verrückt sein. Lass dich ansehen, Nicole. Die ganze Zeit haben sie mich nur benutzt. Wer ist die wahre Imelda? Du bist ein außergewöhnliches Mädchen. Thierry wäre stolz auf dich. Sie kannten meinen Vater doch gar nicht. Du bist wie er. Vor allem die Augen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um einander kennenzulernen. Sie ist tot. Ja, klar. Sie hat mich belogen, betrogen und benutzt. Aber warum? Sie will dir den Mord an ihr anhängen? Sagst du? Oh, vertuschen. Der Kahn ist diesmal nicht dabei. Kahn ist in Irland. Das kann ich dir garantieren. Es macht keinen Sinn zu gehen ohne... Na gut, dann such dir die Leiche an. Schau dir die Leiche an. Ich dachte, wir sollten schnell fliehen. Selbst im Tode sieht Imelda unverändert aus. Schön, rätselhaft. Die Eiskönigin allein in ihrem Eispalast. Ich öffne es. Es enthält einen kleinen goldenen Schlüssel. Wofür der Schlüssel, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich nehme den Schlüssel. Ich muss gehen. Ich weiß, dass ich nie wiederkommen werde. Das wird es. Nach der Sequenz natürlich. Wahrscheinlich bei meinem Glück 30 Jahre dauert. Nein. Tschüss. 4% haben wir.